So sieht eine 20-stündige Anreise nach China aus. Um 4 Uhr mit 2 Stunden Schlaf dachte ich, ich wäre in einer komplett anderen Dimension. Ich habe einfach geträumt, dass ich mit Bart richtig gut aussehe. Um etwas wacher zu werden, habe ich mich 100-mal gedreht. Um meine Glücksgefühle am Morgen nochmal anzukurbeln, habe ich nochmal mit unserem Hund gekuschelt. Und es ging auch schon zum Frankfurter Flughafen. Nach 10.000 Komplikationen im Check-in haben wir es dann auch endlich in den Flieger geschafft. Ich liebe einfach solche Programme in Flugzeugen. Ich habe aber tatsächlich nur geschlafen und gegessen und wieder geschlafen. Nach 4 Stunden Flug hatten wir mit der Zeitumstellung auch schon nachts. Nach 9 Stunden Flug gab es dann eine Reissuppe. Im Flieger dürfen heiße Instant-Nudeln nicht fehlen. Nach 11 Stunden Flug sind wir ungefähr bei Peking und es fehlten noch 2 Stunden nach Shanghai. In Shanghai angekommen haben wir schon direkt den Temperaturunterschied gemerkt. Wie dem auch sei, wir mussten umsteigen nach Windsor. Mittlerweile sind jetzt schon insgesamt 18 Stunden vergangen. Von dem Windsor-Flughafen mussten wir dann noch mit dem Taxi weiterfahren. Das dauerte auch noch 2 Stunden und meinem deutschen Freund ist direkt aufgefallen, wie viele Hochhäuser es einfach in China gibt. Es sind überall Berge und Hochhäuser zu sehen, meinte er. Das ist zwar ein 1-Minuten-Video, aber es war eine 20-Stunden-Anreise und das war's auch schon. In meiner Story seht ihr alles einen Tag früher. Bye!